schlüpfen in die Schuhe rein. Die zweiten Füße des ganzen Tages. Und du nimmst den ganzen Scheiß schon wieder auf, ey. Also, willkommen zurück zu Hello's Vlogs. Auf meinem Kanal. Ist mein Gast, der Smokey, der Kameramann. Ich wollte gerade einfach nur random die Kamera anmachen, ohne dass er weiß, dass ich filme. Es ist toll, ja. Super, ne? Hättest mich ja beim Rasieren filmen können. Hier ganz frisch, Babypuck. Ganz. Was sollte dieses... Was? Ich hab... Ich will jetzt eine rauchen. Ja, ey. Wir sind gerade aufgestanden und. Ja, brauchen wir jetzt noch eine und dann fahren wir los, ne? Ja, du kannst ja einfach hier mal zeigen und dann wissen wir, was jetzt... Ja, also das war gestern noch so. Da stand noch was anderes, aber... Da haben sie eigentlich auch gevloggt, oder? Da habe ich das Mikro zugehalten. Du. Ja, sehr, habe ich ja gesagt. Du. Tschüss. Tschüss. Nach ewigen Hin- und Her-Latschen von wegen Vandalismus auf Schienen, wie immer auch immer das möglich ist. Polen. Ja, die haben die Schienen geklaut. Mussten wir von einer Holz auf die nächste fahren, mit dem Bus. Und Ameisen. Und dorthin laufen. Und Ameisen. Und dann mussten wir hier auf die S-Bahn warten, weil uns der Pandas! Pandas! Ja, das war gestern. Die Pandas von gestern, die waren wütend. Das waren die Pandas von gestern. Die haben uns heute die Einreise zu Gamescom versaut. Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden später dran. Ja, also wir sind jetzt auf jeden Fall, jetzt ist schon 10. Zwischendurch wurden wir dann auch mal nackt. Ja. Und, Kiek. Und, ja. Kiek. Das ist Kiek. Kiek. Das ist Kiek. Ja, und jetzt sind wir aber zum Glück gleich in Köln, bist du Deutsch? Ne? Ja. Und dann machen wir Pokusex mit euch. Ich muss hier gerade mich umdrehen. Und so. Nackt, Mensch. Er holt dich auch Rushplay. Ja. Da muss er dann noch nach sexy Frauen gucken. Was? Nee, da steht drauf, steht aber C-Virus. Oh. Ja, wir haben gerade erfahren, dass die Zombies gekommen sind. What do we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Und wir haben gesagt bekommen, wir werden alle sterben, aber zuerst müssen wir kämpfen und dann können wir sterben. Kann man auf die normale Treppe gehen? Dann gehen wir die normale Treppe. Ja. Haben wir noch nie benutzt. Ekelhafter. Hier, filme mich. Da, Stefan. Tschüss, Stefan. Er ist faul. Er ist einfach nur faul. Er ist Gamer. Er ist stinkfaul. Stinkfaul! Genau. Gang, er stinkt genauso wie er. Ja, warum nehme ich jetzt eigentlich die Treppe? Weil du kein Gamer bist und dann Sport brauchst. Ja, wir sind ja heute nicht schon genug gelaufen, ne? Also erstmal Treppen steigen. Und noch mehr wackeln, als ich eh schon tue. Und jetzt warte ich noch auf Hello. Weißt du, und dann ist er nicht mal schneller als wir. Ja, also unglaublich. Und nackter. Und nackter. Weißt du jetzt mittlerweile, was auf die Sonderprobleme machen? Ach, los, ja, wir sind drinne. Ja, etwas verspätet. Aber drinne. Aber drin und in einem Stück. Das ist so angenehm. Sehr, sehr angenehm, wenn man 2 Stunden später kommt. Ja. Schon, ja gut, für mich ist es immer angenehm. Ja, klar. Presse. Du aber musst ja jetzt auch durch den normalen Eingang rein. Nee, weil es da extra noch am Anfang zum Presseeingang ist. Das haben sie schon weggemacht. Ja, wir treffen uns jetzt erstmal. Nicht mit Nies, sondern mit seinen Leuten. Ach, du kommst erst mal mit? Ja. Deine Leute besuchen. Verdammt. Darf gehen. Nein. Wir sind Gamer, wir halten zusammen. Ich kann einfach gehen. Auch schwarze Schafe auf. Alter, you fucking racist bastard. Not, I'm not. Ich hab ein Schwert. Achtung, haben wir vorher schon festgestellt. Das war ein Schwert. Und dann geht's. Das ist leider nur ein Holzschwert. Das bringt nichts. Vielleicht kann ich wieder runterkloppen. Was soll das? Oder irgendwas dergleichen. Ja, wir gehen jetzt zur Halle 9 irgendwo hin. Jo. Das ist ja wieder irgendwo. Ganz weit hin. Könnt ihr sich nicht da unten links rausgesetzt haben? Ja. Hatte ich eigentlich gehofft, dass sie da sind. Dann sagt denen, die sollen da hinkommen. Ja, zwischen den Peter! Ja? Ja, Ladies and Gentlemen, ich bin jetzt immer noch auf der Gamescom. Aber nicht mal mit Stefan, dein guter Hello ist jetzt gerade noch dort, wo wir vorhin saßen. Egal, ich habe dich jetzt mal kurz abgekupfert. Zum guten Marci von nerdstar.de. Genau.
guter Kollege von mir, wir haben ja schon mal was gemeinsam gemacht, ne? So die drei Meinungs-, was auch immer, Aussage-Gedöns. Seitdem schreiben wir uns auch immer gute Nacht-SMS. Genau, weil wir sonst gar nicht mehr einschlafen. Wir lieben uns, also ohne einander, wir haben auch fast die gleiche Frisur, nur dass deine länger ist und meine hochgesteckt ist. Wir haben uns gerade. Das sieht gerade echt so ein bisschen gleich aus, ne? Ja, aber wir können nicht mehr ohne einander. Nee. Ja, und haben jetzt gerade noch so ein bisschen Moderationsgedöns, so ein Interview gerade gemacht und alles. Könnt ihr mal vorbeigucken, der Link ist da unten. Und da steht noch Connor. Hallo. Der kamerageheuer Connor. Ja. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen rum, würde ich sagen. Ja. Und machen Dinge. Gibt da viel zu sehen. Wir können ja vielleicht mal surfen gehen. Surfen gehen? Ist ja auch. Komm, wir gehen surfen. Wir gehen jetzt surfen. Wir gehen surfen. Seht ihr gleich. Er filmt das. Mit meinem Handy. Bitte. Ernsthaft. Wir haben jetzt hier, also dieser nette Herr hier von Nerdstar hat den Landwirtschaftssimulator Gold Edition. Ja. Gold Edition mit Add-ons bekommen. Ja. Und macht gerade Dinge. Hä? Das geht wieder. Let's play Landwirtschaftssimulator live. Das ist aber noch 2012, glaube ich, oder? 9? 2013 ist das. Nein, 2013 kommt das raus. Beta Edition. Aber er fährt wenigstens schön brav auf der Straße, ne? Langweilig. Ja, und ich habe natürlich jemanden getroffen. Ja, mich kennt jeder. Den guten etwa 789. 68 Abonnenten, ich bin der Beste. Ich carry die immer bei LOL. Hä? Ich carry die immer bei LOL. Ja, wen gebe ich Elo verloren? Wegen mir? Ja. Respect the order. Ja, respect the order, fucking Mann, Alter. Leute, ich bin jetzt hier in wieder Standard-Treffpunkt-YouTuber zwischen Halle 6 und Halle 5. Und da sind wieder ganz viele. Da ist der Rasser. Die abogeile Sau, die 10.000 Leute gehabt. Ja, guck nur weg. Guck nur weg, ja. Und die Likantere sitzt da unten. Und der Marv. Und ganz viele mehr. Smarty und hallo. Wer mal das ist. Und Sven und Kekse. Und was sitzen ja auch da. Ja. Ich sind die Männer auf dem Boden. Und da drüben sitzt da noch eine Truppe. Und hier sitzen noch Menschen. Und da stehen noch Menschen. Da ist Anna! Und ganz viele. Und da drüben stehen noch Menschen. Überall sind Menschen und alles voller Menschen. Menschen aus der Gamescom? Ja, ja. Ne? Das kann ich überhaupt nicht glauben. Menschen aus der Gamescom? Ja? Nein, unglaublich. Alter. Nein. Ihr seid nur stinkende Gamer und RTL-Reporter. Stimmt, wir sind ja keine Menschen, ne? Lebensform. Herzlich willkommen hier, Herr Lott. Ja, Herr Lott, das weiß ich, Vlog. Und er versucht schon, in dem Moment, wo ich starte, sich zu verpissen. Wir sind hier gerade so viele wieder da, es glaubt es nicht. Wir sitzen hier. Ich mach gern Selbstgespräche. Bin ich behindert? Hm. Leistet ihr bei deinen Smarty leistet mir bei meinen Selbstgesprächen. Selbstgespräche zu zweit? Ja. Sollen wir mal einen Monolog zusammenführen? Ja, wir führen mal einen Monolog zusammen. Okay. Wie geht's dir? Ja, gut und dir? Ja. Gut, schöner Tag heute. Zu warm. Asoziale Menschen. Also, ja. Das ist alles voll. Du wirst überall umgeleitet, ja. Obwohl du hier very important bist. So. Ja, fucking very important Pussy. Ja, ja und dann kommen wir erstmal mit dem Zug nicht weiter und dann kommst du hin. Du wirst direkt vor die Gleise gestoßen. Genau. Das ist das hier, die Leute. Panik. Ja. Alle Eingänge sind verstopft. Es ist so fast wie in Duisburg damals auf der Love-Parade. Ja, nur dass die Leute nicht auf dem Boden liegen. Doch nicht. Ja? Ist ja noch früh. Ist noch früh, die liegen erst dann später. Also jetzt noch nicht, dann später. Coca-Cola ist auch da, um den Durst zu löschen. Ja, die steht aber draußen, was sehr intelligent ist. Wenn die Gamer hier drin sind und Cola steht draußen, dann kommst du wieder einmal draußen. Bis du sollst schon draußen direkt am Zuckershop auf den Treppen liegen. Genau, genau. Das heißt, wenn ihr rauskommst, dann kommen wir 10.000 Leute. Das war Wampa. Das ist by the way Wampa. Das ist Wampa, ja. Cool, das ist Wampa, wer noch kennt. Ich hatte mir unter deinem Nickname irgendwie was beleidigt. Da fehlt mich der Sack. Das ist Kampfi. Wir sehen uns endlich. Kampfi, hallo. Großer, dicker Mann. Du willst deine Schulter nicht mehr haben, oder? Ja, ich schon noch gerne. Ich muss jetzt meine Kontaktlinse rausholen. Live in der Kamera. Nee. Okay. Ja, Kampi beim Kontakt kommt raus. Du hast geschafft, auf Anhieb. Respekt. Ja. Eine Gazillion Waffen. Ja. Was macht die gute Sui?
den ganzen Tag auf der Gamescom zocken. Und was? Pokémon. Ja, man sieht es nicht. Egal. Nee, man sieht es nicht. Das ist so ein... Macht man auf jeden Fall den ganzen Tag auf der Gamescom nur sitzen und Pokémon spielen, ne? Oh mein Gott, so, ich krieg Leute dran, Ich brauch kein Autogramm. Ich fahr einfach alle Leute besuchen. Aussortiert. Der muss in den Pressbereich. Ihr seht hier die tolle Gronkmann. Nee, die müssen rausgehen. Aber natürlich guckt ihr mal. Alter, guckt euch bitte diese Masse an. Die blockieren den gesamten. Nee, der geht hier rein. Ja. Boah, Alter, das ist so heftig einfach. Ja. Das ist Alter, was der Mann für ein Chaos anrichten kann. Einfach. Oh, jetzt kommt er unten rein. Ja, okay. Da dürfen. Ich fühle mich offiziell infected. Dank ihr. Ich habe auch was bekommen. Ich bin eine Nymphe. Nein, nicht eine Nymphe. Nachtigall. Eine Nachtigall-Nymphe. Ja, und ich bin infected. Ja, Smokey, tut mir leid, dann schläfst du heute in der Badewanne. Danke. Blutest mal ordentlich aus. Lass mal ausbluten. Und wie geht Smokey? Ich glaube, er ist noch nicht fertig. Die sind so lieb zu mir, das ist unglaublich. Jetzt weiß ich auch, warum er immer von uns wegrennt den ganzen Tag. Ja, genau deswegen. Ja, aber nicht. Da sitzen noch ganz viele Menschen. Guck mal, da ist eine Null. Das ist eine Null, stimmt. Eine Massive. Da ist eine Null. Eine massive Null. Eine Null. Eine Massive Null. Massive. Da sind noch viel, viel mehr da hinten. Massive. Da wird gezeichnet. Da. Oh, Ladies and Gentlemen, ich bin jetzt hier gerade wieder von Gamescom. Wir sind hier voller lauter YouTuber. Da sind überall Leute, die ich kenne und ich switche die ganze Zeit zwischen drei Gruppen. Und neben mir steht der gute Gronkh. Hallöchen, Popöchen. Bitte steckt meine Mutti nicht, dass ich rauche. Ich bin ja erst fast 12. Ja, er ist leider fast 12 und steht hier neben mir und darum will er auch nicht gefilmt werden. Er raucht jetzt gerade und sieht ziemlich kaputt aus. Und ein Typ guckt gerade und denkt, das ist nicht Gronkh. Ich bin nicht Gronkh. Keine Sorge. Das ist Captain Morris. Der Typ hat gerade einen halben Herzinfarkt bekommen, als er Gronkh gehört hat. Ja, in Wirklichkeit ist das der gute Captain Morris. Hallo. Ja, wir sollten uns umbringen. Das ist nicht besser. Yeah. Ja, der gute Captain Morris. Hallo. Den wir hier getroffen haben. Ja, irgendwie voll ins Herz. Ja, voll ins Herz. Und wir haben gesagt, wir machen uns Spaß und es läuft ja ein random Stranger vorbei. Er stand echt da. Das Gronkh. Gronkh, oh mein Gott! Gronkh. Oh mein Gronkh. Oh mein Gronkh. Wir müssen das echt mal mit ihm ausprobieren. Dass wir ihn hinstellen und irgendeine random Person, am besten was weiblich ist, was nicht auffällt, hinzustellen und einfach laut brüllen zu lassen. Da ist Gronkh! Nein, wir müssen alle freuen. Ich will gar nicht wissen, wie viele dann wirklich angelaufen kommen. Weil wenn wir so eine Gruppe zum Beispiel hätten, die dann um ihn rumstehen würden, keiner würde rein, dass es nicht Gronkh ist. Es würden dann 1000 Leute stehen und auf Gronkh warten, aber er ist nicht da. Ja, das gibt es Straßenreiche rum mit Megafon. Das wäre Trollololleck gebaut. Ja. Wir haben Mama gefunden! Mama! Wir haben Mama gefunden! Aber Zombie ist nicht da. Das ist das wichtige Monster sehen, hat die Kamera auf mich. Mein Bruder ist nicht da, Zombie ist nicht da, Mama ist da. Mama ist da. Mama ist da. Ich will auch einen Freehug. Ich will auch einen Freehug. Ich will auch einen Freehug. Oh Mann. Freehug. Ich hab ja nur für 20,40 Euro. Ich hab's mir vergolden lassen. Yes. Was? Was bist du denn schon wieder? Ich vlogge gerade und hab... Dass wir Mama gefunden haben. Dreht sich mit aber nicht da. Wenn du das siehst, dann vermischen wir nichts. Nochmal, erst ich küsse. Oh, komm, gib die anderen, die anderen. Komm. Komm. Ich hab meinen Sold erfüllt. Komm, die anderen. Das war die Vollkamera. Das sind die besten Frauen der Welt. Ja, komm. Komm. Umarm sie ihn. Komm. Das habe ich gerade gemacht. Ja, er hat es nicht gefilmt. Die da. Komm. Ja, soll das dein iPhone irgendwie Schrott ist? Nee. Ja, ein bisschen. Komm. Nein. Komm. Junge. Hast du das komm. Auf Kamera? Nein. Ja. Ich? Aber also, nur halb. Komm, wir haben es beide nur halb. Komm, bitte. Wie wär's, wenn du den gehst, Smokey, und einfach mal nach einer Umarmung fragst? Oh ja. Komm. Einfach auf ein Foto. Wir filmen ja eh beide. Er hat Kampi gerade noch zugezwinkert. Echt? Nachdem ich mir jetzt genug zum Affen gemacht habe, sind wir beide dran. Und wie? Ganz wahrscheinlich.